Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Beyond Two Souls. Und ja, hier sind nochmal unsere Statistiken von gejagt. Und wir sind ja echt doch ganz gut durchgekommen. Obwohl ich dachte, es war nicht so gut, aber es war am Ende doch ganz gut. Außer wir haben das Zugdach erreicht, was viele nicht erreicht haben. Macht mich irgendwie ein bisschen stolz. So, weiter geht's. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Mein imaginärer Freund. Oh, das ist wieder recht früh, ne? Da sind wir bestimmt wieder Kind. Oh ja. Wir sind wieder Kind. Mit dem Daddy Bär. Auch richtig schön. Und Aiden spielt mit uns. Ein gruseliger Hund. Mit leuchtenden Augen? Mami hat uns abgegeben, die ist nicht mehr da. Ach, wir sind zu Hause. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Ist das jetzt echt, unsere Eltern haben uns abgegeben, weil wir diese Fähigkeit haben und deswegen mussten wir unser ganzes Leben in diesen, bei diesen Experimenten, mit diesen Experimenten verbringen? Oh Mann. Es ist Winter und es schneit. Ich möchte auch mal wieder schneesen. Ich finde gerade irgendwie voll schön, wie die da sitzt und rausguckt. Aber sie ist immer so ein bisschen traurig, ne? Das ist mir schon die ganze Zeit so ein bisschen aufgefallen. Vor allem auf der Party war das einzige Mal, wo sie gelächelt hat, wo sie den geküsst hat. Und dann war das so ein Arschloch. Traurig. Na gut, wir werden mal gucken, was Mutti will. Ach, ich finde das voll schön. Das Spiel ist schön. Ach, hier mit Kamin und Tannenbaum. Ach, ist das schön. Mami, hier sind keine Geschenke. Ich will Geschenke. Ich setze sonst die Bude unter Feuer. Was soll ich machen eigentlich? Hat sie nicht gesagt, oder? Ach, schöne Schuhe. Können wir hochgehen? Weiß nicht, ob wir hochgehen sollen, aber wir gehen einfach hoch, oder? Mami, wo ist Papi? Ist immer ein bisschen traurig. Oh, sie lächelt. Scheiße. Boah, jetzt habe ich mich voll erschrocken, ey. Ist das jetzt die Zeit, wo Aiden kommt gerade? Kann ich Aiden spielen? Ich kann Aiden spielen. Okay. Aber warum hat Aiden sie gerade so erschreckt? Warte mal, hat die gerade da in die Richtung geguckt? Heißt das, hier war was? Nee, nur die Kugel, ne? Okay. Unser Kinderzimmer. Das ist doch die Puppe, die wir auch da haben, ne? Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Ist süß. Na? Ach, jetzt Kaffeeklatsch. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Was für ein
ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Der schenkt gleich ein ganzes Haus, ne? Super Mann. So einen möchte ich auch haben. Huch. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Boah, ist so gruselig. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Aiden ist ein bisschen böse, ne? Ah, oh, die hat so schön gespielt. Na gut. Hier hat sie auch wieder irgendwas gemalt, ne? Aber das ist nicht ihr Geist. Das ist was anderes, glaube ich. Wir können uns hinsetzen. Halt, halt, halt. Wir können uns hier hinsetzen. Ja. Lass uns was malen. So, schön Kringel. Sie malt viele Kringels, ne? Dann haben wir nochmal das gleiche Bild gemalt. Okay, cool. Entschuldigung. Gut. Aber hier mit den Puppenspielen, das hat mir gut gefallen. Fand ich süß. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Kannst du das nicht selber? Ich spiele gerade. Ich bin Kind, Mann. Ich will mir auch seitdem das Haus erstmal angucken. Kannst du sagen, was du willst, Mutti? Jetzt schminke ich mich hier mit der... Ich kann mich schminken. Jetzt wird sie geschminkt. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Ja, könnte passieren. Jetzt hast du den Lippenstift wieder weggewischt. Toll, wir haben den stundenlang versucht, da ranzumachen. Na? Ach, wäre es als Kind nicht bei seinen Eltern ins Bett gekrabbelt? Na gut, passiert gar nichts. Dachte, sie hüpft da jetzt drauf rum oder so. Na gut. Ich hatte mehr Spaß als Kind als sie. Oh. Was haben wir denn da gefunden? Da dürfen wir bestimmt nicht ran. Ich will trotzdem wissen, was da drin ist. Oh. Das Foto. Es fühlt sich seltsam an. Warum? Als würde es vibrieren. Fühlst du das auch? So leid. Ich habe alles versucht. Was war das? Na? Weiß keiner, dass wir da dran waren.
Das kam mir gerade so vor, als wäre das unsere Geburt gewesen. Und dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee, ich hoffe, das hört bald auf. Kinder sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Aiden, Schluss damit! Naja, Kinder sind anstrengend. Vor allem gerade in der Quarantäne. Oh, Daddy, Daddy. Bitte, Jordi, ich hab zu tun. Was? Alter, was bist du denn für ein Vater, ey? Was machst du denn da? Aha. Toll. Blöder Vater, nicht mal Zeit, sag mal, da freut man sich doch, wenn seine Tochter mal vorbeiguckt. Ja, vielleicht mache ich alles falsch, ich weiß nicht. So, wir sollten Öl aus der Garage holen, ne? Jody? Ja, Mann! Hast du das Öl geholt? Komme! Bin doch gerade dabei, Mann. Ah, diese Eltern, die krasse Eltern. Gut, dass wir hier ausziehen. Stampfig hier aber auf dem Boden. Wo soll man hin? Wo, in der Garage? Wo ist die Garage? Mama, wo ist die Garage? Bist du hier im Haus dran? Nö. Ich weiß doch gar nicht, wo die Garage... Oder Keller? Wo hat sie gesagt, soll ich hin? Kann ich hier raus? Jody? Ja? Wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Genau, wir wollten nur rausgucken. Jetzt weiß ich, wo die Garage ist. Die ist da hinten. Dann muss es doch aber auch einen Weg dorthin geben, oder? Hier so? Da so. So, Öl will sie. Na, das ist ja überhaupt nicht gruselig. Ja, geil. Hätte ich voll Bock. Da hätte ich ja richtig Bock. Wo finde ich denn das Öl? Hier im Auto? Was sind denn die Räusche? Ist ja widerlich. Das Gelbe sieht doch aus wie hier Öl, wa? Ja, guck mal. Jetzt ist hier auch kalt, ne? Interessiert mich nicht. Das wird der Trockner. Wir bringen Mutti das Öl und dann wird alles gut. Und die Tür geht auch langsam zu. Puh. Überhaupt nicht gruselig. Mutti, Öl kommt. Guck mal hier. Guck mal, habe ich dir geholt. Hier, guck mal. Was machst du denn da? Tomatensalat oder was? Hier. Danke, Schätzchen. Gute Olivenöl. Danke, Schätzchen. Du wirst mich irgendwann abgeben, du. Oh, was habe ich für tolle Bilder gemalt. Merry Christmas. Schön. Hey, Schätzchen. Was denn? Warum gehst du nicht draußen spielen? Ah. Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ich hab doch eh keine Freunde. Was soll ich denn draußen, Mann? Oder hatte ich Freunde? Ich weiß nicht. Hier waren irgendwo meine Schüchen, wa? Ach ja. Erstmal mein Jäckchen. So. Ja, genau, die Schüchchen, Schalen, Mützchen. Ach, schön. Oh, ich bin voll bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, ich freue mich. Ich darf raus. War bestimmt auch nur im Garten. Nicht vorne, vor die Tür, wo die schönen Autos fahren. So.
Machen wir mal hier auf. Tschüss, Mutti. Ich gehe ja schon. Juhu. Die macht immer so ein Angepisten, oder? Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Woher willst du das wissen? Ups. Ach, guck mal, ein Rentier. Schön. Noch schöner wäre es, wenn es jetzt ein bisschen dunkel wäre. Können wir Ball spielen. Yay. Wir haben Spaß. Ole. Können wir schaukeln. Ja, wir können schaukeln. Alt, Mann. Da, wir schaukeln jetzt. Kriegen wir zwar einen kalten Hintern, aber ist denn... Schubst du mich an, Aiden? Natürlich. Komm mit Überschlag, ja? Ja? Freut sie sich wenigstens, oder? Ja, da freut sie sich. Ein bisschen zumindest. Dann halt nicht. Das macht eh keinen Spaß. Ich hab dich doch angeschubselt. Was ist denn da los? Da spielen Kinder. Hey, das ist fies. Das wirst du bereuen, Fiesling. Nein, wollte ich nicht. Eins wollte ich. Komm schon, los auf ihn. Erwischt. Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Okay. Wenn Mama das nicht merkt, ich bin mir sicher, dass die das nicht merken. Was war denn ditte? Und so was will beim CSI auch mal helfen, Aiden. Aiden, du bist der Beste. Ja, ne? Ups. Ach ja. Hey Jody, willst du mitspielen? Nee, wollte nur gucken. Komm mal schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Stopp, Schluss damit. Voll ins Gesicht getroffen. Huch. Also, ich hab einen Schneeball. Hey, das ging daneben. Ach ja, Schneeballschlacht. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Na, nun, trefft ihn doch mal. Voll ins Gesicht getroffen. So muss es ja auch sein. Eisball am besten. Los, zeig dich, Dummi. Ach ja, ein bisschen rumtollen, ne? Ich hab dich! Nein, lass mich gehen! Nein, stopp! Einseifen, schön! Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen! Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit. Wir gehen heim. Komm mit. Was ist denn das für ein Vater, Alter? Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal gibt es richtig Ärger. Nein. Oh,
Oh ja, ich würde dir so gerne in den Arsch treten. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Ist das ein widerlicher Vater. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Boah, krieg ich da Aggression. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Licht ist trotzdem aus im Zimmer, oder? Oder meinst du auf dem Flur? Ach ja. Wir können hier wahrscheinlich richtig Angst machen, wa? Na komm, wir machen Licht an, oder? Wir sind mal lieb zu dir. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Dann Gott nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Das Ding? Alter, das ist deine Tochter, du. Direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Denn ihr Kind ist gestorben und die haben uns gekriegt, ne? Also Jodie. Aber ich sag mal auch, wenn es nicht die eigenen Kinder sind und man sie aufnimmt, ja, sollte man sie schon so nehmen, wie sie sind und auch lieben, wie sie sind, ne? Und auch wenn es jetzt nicht unser richtiger Vater ist, ist es trotzdem Arschloch. Ich hasse den. Ich will noch gar nicht schlafen. Warte mal, Judy. Der gibt uns ja eh weg, ne? Wo bist du, du? Homo erectus. Ich hasse dich. Vielleicht, wenn du ihr mehr Liebe gegeben hättest, wäre sie vielleicht ganz anders. Und ihr Geist auch. Na gut, ich kann hier eh nichts machen, ne? Huch, da komme ich nicht hin. Entschuldigung. Oh. Na gut. Ich hasse den. Komm, wir machen die Augen zu. Es ist auch höchste Zeit, schlafen zu gehen. Ein anstrengender Tag gewesen. Sind da noch andere Geister oder sind da... Ach, ist das süß. Oh. Oh, ich lasse den nie mehr los. Na gut, lass es doch. Voll süß. Ach, und sie lächelt wieder. Schön. Ach, erstmal was trinken. Ach ja. Milch. Lecker.
Nur helf mir doch mal. Oder Judy. Ist alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Ja, das ist nicht Aiden, ne? Das ist nicht Aiden. Mein imaginärer Freund. Kein Keks gegessen. Was? Ich habe keinen Keks gegessen? Und ich habe so einen Hunger. Garage rechtzeitig verlassen. Oh, wäre da noch was passiert? Gut benommen. Ach ja. Schuhkasten gefunden. Den findet keiner. Der lag doch da oben auf dem Schrank eigentlich ganz offensichtlich. Okay, das ist ja noch weniger als eben. Ich dachte mit 33% oder was das eben war, war ich schon gut. Und jetzt habe ich was gefunden, was 19% nur geschafft haben. Cool. Na gut, ich würde sagen, es war diesmal ganz erfolgreich, auch wenn ich den Vater hasse. Oder den Stiefvater oder wie nennt man das? Adoptivvater? Oh, da kräuseln mir die Nackenhaare, ey. Nee, sowas kann ich ja nicht leiden. Boah, widerlich. Nee, ich glaube, das hat King Kin verdient und ich kann so eine Leute nicht leiden. Egal, ob es die eigene Tochter ist oder nicht. Aber ich denke mal, wir sind adoptiert. Bin ich ganz fest der Meinung. Ich denke mal, denen ihr Kind ist gestorben und die haben uns bekommen. Wissentlich. Weil sie wissen ja, dass ich nicht ihr Kind bin. Oder die gehören mit zu dieser Experimentenreihe da. Ach, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und für heute Schluss. Und deswegen tschüss und bye bye.